Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier Alice19, eigentlich von einem schwedischen Arsch und das wird es auch gleich mit weitergehen, aber erstmal gibt es ein paar mehr Sachen heute. Vielen, vielen Dank für 24.000 Abonnenten, liebe Leute. Gestern Abend im Livestream gegen 23 Uhr die ja, für mich beeindruckende Zahl von 24.000 Abonnenten erreicht. Vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben kurz zusammengefasst gestern im Stream ein bisschen Geld verdient und vor allen Dingen haben wir hier den Rinder- und jetzt Schafhof neu gestaltet. Gemeinsam ein Stück weit und dementsprechend ja, werden wir wahrscheinlich zum Ende der Folge da gleich ein bisschen weitermachen, aber es gibt noch eine Neuigkeit und zwar, ihr seht es im Titel ja schon, und zwar gibt es ein DLC am 16.06. glaube ich, müsste es soweit sein, und zwar ist es das Querneland Vicon DLC, also bringt wohl einen neuen Ballenwickler mit rein, eine neue Ballenpresse und eine ganze Reihe neue Skins für schon vorhandene sozusagen Geräte, dementsprechend gibt es eine ganze Menge neue Geräte, wie gesagt teilweise komplett neu, einige sind neu geskinnt und dementsprechend ja, habe ich für euch von Giant zur Verfügung gestellt bekommen, wie auch andere vielleicht schon gesehen haben. Gehen wir mal gemeinsam rein und zwar gibt es da zwei kleine Vorschau-Videos, die wir mal hier gucken. Das muss ich einmal sehen, den Hintergrundsound höre ich nicht, der ist glaube ich relativ laut. Da sehen wir schon, was das ganze Pack mit sich bringt. Querneland Vicon DLC. So, wie gesagt, nächsten Monat kommt das Ganze raus. Wir haben einen Ballenwickler, der ist ein bisschen schneller, glaube ich zumindest. Wir haben auch eine Ballenpresse. Ich weiß nicht, ob sie schneller ist als die Standardballenpressen. Das wird nochmal spannend. Sie heißt zumindest, glaube ich, so. Ganz ansonsten schicke Geräte. Wäre natürlich für die Matchmap für uns interessant, wenn es tatsächlich noch eine Ballenpresse gibt, die schneller wickeln kann. Muss man sich überlegen. Ne? Juni am 16. soll das Ganze sein, ganz genau. Und dementsprechend ein neues DLC. Das war die erste Video und wir haben noch ein zweites erhalten. Nochmal ein bisschen im Detail das Ganze. Da glaube ich, da ist der Hintergrundsound ein bisschen dezenter. Vicon Ballenpresse. Weiß nicht, wie schnell die wickelt. Sieht im Video auf jeden Fall, habe ich gerade eben schon gesehen, sieht schon so aus, als würde sie ein bisschen schneller wickeln. Kann aber auch täuschen, weil das die Schwattreihen nicht ganz so dick sind. Vom Detailgrad ist schon schick gemacht, das kann man sagen. Sieht gut aus, finde ich zumindest. Aber da erwartet man in der Regel auch nichts anderes, wenn offizielle Mods rauskommen, dass die gut sind. Und dann geht es ab aufs Feld sozusagen. Also wir werden sehen, wahrscheinlich für den nächsten Monat haben wir das Ganze wahrscheinlich dann auch im Einsatz, wenn wir jetzt mal antasten. Mit in der Sicht natürlich, wir wissen ja auch von den Quaderbeinen in letzter Zeit, dass der Einzug der Ballenpresse so ist, dass die Schwattreihen auch gut mitgenommen werden können und nicht so viel links und rechts übrig bleibt. Sieht natürlich auch so ein bisschen, dass der Big M relativ weit und breiten Schwatt da lässt. Und da sehen wir, wie er wickelt. Man kann jetzt nicht die genaue Zeit stoppen, aber man sieht, dass er also mit der Schwattreihe kann er weiterfahren, muss nicht anhalten. Ich weiß nicht, ob da eine Vorpresskammer bei ist, also man sieht leider keine einzelnen Details. Unten rechts die Fahrzeuganzeige, Fehlstandsanzeigen sozusagen, das fehlt hier leider, das können wir erstmal nur vermuten. Aber was wir eben sehen, der Schwatt ist nicht so mega. Von daher glaube ich, kann es auch daran liegen. Aber so sieht gut aus, Beine werden sauber gepresst, fallen da hinten rein, das Teil fährt hoch, wird schnell gewickelt. Das finde ich, sieht schon ganz nice aus. Und in den nächsten Wochen gibt es wahrscheinlich noch das ein oder andere Update dazu. Die Informationen, die ich so erhalte, gebe ich euch gerne weiter. Das, wie gesagt, das eine Video durfte, glaube ich, heute jetzt um 14 Uhr veröffentlicht werden. Das andere ist von gestern. Hoffe trotzdem, euch gefällt das Ganze nochmal so als kleiner Überblick. Und ja, dann sind wir aber auch schon wieder zurück. Da, wo wir hingehören aktuell, natürlich auf der Marsch. Also nochmal, moin moin. Was machen wir? Wir wollen die Schafe natürlich dringend versorgen. Und wir müssen mal gucken, wo unsere Heusammler geblieben sind. Das war nämlich am Ende des Streams so ein bisschen die Frage und die Antwort auf unsere Frage haben wir hier in der Bushaltestelle. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal den dahinter noch wegfahren, weil der auch blockiert. Und vor allen Dingen die Frage, wollen wir das überhaupt noch mal dahin schicken?
den Abfahrer direkt hier drin. Das macht ja auch keinen Sinn. Da muss jetzt eigentlich der hier erstmal rein, ne? Dann soll er aber wieder einen Kursplay übergeben. Mal gespannt, welchen Kurs er sich dann zieht. Den lassen wir auch nochmal fahren. Auch danach einen Kursplay übergeben, wenn du das erledigt hast. Ich weiß, es kann sein, dass es jetzt falsch ist von der Einstellung. Dann sammeln wir sie aber gleich wieder ein. So, Gras mal wieder aktivieren. Ein bisschen was zum Sammeln haben wir noch auf 53. Ich kaufe jetzt gleich noch einen Schwung Schafe. Ich weiß nicht genau, wir werden mal schauen, wie viele Schafe passen. 200, glaube ich, passen in den Stall. Ne? Das konnten wir beim Kaufen, glaube ich, sehen gestern. Ich habe aber natürlich nicht im Eifer des Gefechts drauf geachtet. 150. Und wir haben erstmal gekauft Merinos. 1, 2, 3, 4, 5. Ist natürlich noch viel zu wenig, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, im besten Falle waren das 50 Tiere. Sieht gut aus. Und von hier, es gibt ja auch noch andere für Fleisch, ne? Moderate Wolleproduktion, auch als Erwachsene eine mittlere Menge Futter benötigt, relativ produktiv und gut für 45 Kilo Lämmer. Für ordentlich Nachwuchs auch, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sehen wir natürlich an dem Preis hier, ne? Da müssen wir auf, wenn wir 50 haben wollen, kosten ja auch nichts, ne? Brauchen wir irgendwas mit 20? Irgendwas mit 20.000 brauchen wir circa. Fünf Zehn in 4.000. Ich nicht die Gesamtzahl eben, ne? Eins fehlt. So, dann hätten wir hier die ersten 100 Schafe am Start. Wir wollen natürlich die auch schnell versorgen, weil ansonsten, wer weiß, vielleicht rächt sich's. Wir haben hier unseren Wasserverteiler. Und mit dem sehen wir mal zu, dass wir zur Richtung Rinderhof kommen. Und wenn wir da angekommen sind, sind wahrscheinlich auch die Grassammler da. Das geht ganz, ganz schnell. Dann haben wir da ein bisschen Gras am Start. Wir haben noch 1,3 Millionen tatsächlich über nach dieser ganzen Aktion Rinderhofgestaltung. Das ist eigentlich Startkapital für ein weiteres Feld. Ein Feld, was interessant wäre, wo irgendwas drauf ist, was wir gut ernten können, was irgendwo in die Feldnähe passt, die wir eh haben. Und dementsprechend, ja, werden wir aber noch die Nacht abwarten, weil BGA-Einnahmen über Nacht kommen und wir dann vielleicht sogar 2 Millionen zur Verfügung hätten. Und wir haben auch häufiger im Menü gesehen, dass die KI eigentlich noch Felder angepflanzt haben möchte. Wobei meiner Meinung nach im Mitte Sommer sich jetzt noch zu überlegen, Felder anzupflanzen, ist safe zu spät. Und wir können, glaube ich, auch, also wenn man diese, wir werden sehr, sehr viel ernten müssen in den nächsten Wochen. Aber wir haben eine große Ernteflotte und da nicht alles gleichzeitig erntereif wird von unseren Getreidegeschichten. Wir haben ja einiges doch im Herbst angepflanzt. Das werden wir auch diese Saison wieder so machen. Ein ganzer Schwung wird im Herbst aufs Feld kommen. Dann mal klassisch Raps und Gerste zum Beispiel. Und im Frühjahr sehen wir dann erst Weizen. Ein bisschen später erntereif. Es sind natürlich auch andere Geschichten, die dann noch dazukommen. Ja, aber so, ne? Also wie gesagt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wie gesagt, erst nochmal vielen Dank für die 24.000 Abonnenten auf YouTube, also super cool, vielen lieben Dank. Und natürlich könnt ihr auch gerne reinschreiben, was ihr von dem neuen DLC haltet. Verdant Vicon. Wasser für die Tiere machen wir jetzt erstmal.
Und das hat schon diesen schönen satten Sound. Also auf so einem Feld hier, ne, müssen wir mit 2 Mähdrescher später zugange sein. Es wird sowieso, wir werden viel, viel zu tun haben. Das wird schon krass, die Ernte zeitlich einzufahren. Aber mit mal 1 geht's noch. Also diese Saison wird es noch gehen. Nächste Saison müssen wir gucken, ob wir uns lottenmäßig erweitern müssen, um noch mehr gleichzeitig machen zu können. Dann natürlich immer mit Hilfe von Autodrive und Courseplay wieder im Sommer die Arbeit für uns machen. Und hier der neue Hof. Eine Hofgestaltung. Da müssen wir am Wochenende noch eine Menge Autodrive-Kurse aufnehmen. Das muss alles sauber schön angebunden werden. Dann kriegen wir, muss ich auch nochmal einen Ordner anlegen im Autodrive-Menü. Wird das denn noch einen neuen Ordner erstellen? Alles mal speichern. Hier ein neuer Ordner, ne? Rinderhof. Hatte ich glaube ich so noch nicht. In der Zucht. Rinderstall 1 befüllen. Oh, Wasser. Ja, das, wie gesagt. Da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Schon überlegt, den ganzen Teil von den Kursen hier erstmal wieder rauszuschmeißen. Größte Verbesserungspotenzial, aber die Tiere, die Stelle andersrum zu befüllen. Müssen wir aber selber eben darauf achten, dass beide was kriegen. Ja. Wahrscheinlich minimal zu viel Wasser für die Tiere, für die Schafe. Auch das wird natürlich dann alles angebunden werden. Hier sehen wir schon totales Chaos. Das läuft voll durch die Halle durch. Das muss alles gelöscht werden. Und dann neu aufgenommen werden. Die Wendekurse auch. Aber ein Teil können wir auch so verschieben. Ne? Wenn wir das hier sehen, die kann man tatsächlich alle rausziehen. Und so. Dann vorbeikommen. Aber damit ist es natürlich nicht getan, ne? Das wäre auch nur eine Kleinigkeit eigentlich von dem Ganzen. Am besten zum großen Teil Kurse löschen und nochmal neu verteilen. Ansonsten kriegen wir viele schöne, nicht schöne Knicks hier rein. Interessant wird, kommen unsere Sammler wieder? Nee, ne? Wario steht da hinten irgendwo in der Ecke, jetzt auf Courseplay, weil er da, ja gut, der übergeht dann in Courseplay. Mal gucken, wie viel Wasser die haben wollen. Richtig viel wird es wahrscheinlich nicht werden. Ach gut. Aber hopp schnell durchs Feld durch und übernehmen wir und fahren selber. Hofheutrocknung. Er ist eigentlich noch auf dem Weg zur Hofheutrocknung. Nochmal den Autotreiber und hoffen, dass er mir nicht zu viel von einem guten Mais platt fährt. Ich frage jetzt auch, wo ist der Deutz wohl geblieben? Den müssen wir gleich noch suchen. Also wenn wir den Fermenter befüllen wollen an der Rinderzucht, dann müssen wir natürlich auch noch schauen, dass wir Kurse kriegen. Ansonsten müssen wir den Rest Gras selber sammeln oder halt Ballen pressen und die Ballen einlagern. Oder dann eben in den Fermenter schmeißen. Das war halt die leichtere Geschichte, da auch eine Ballenpresse loszuschicken. Das wird aber die erste Ladung jetzt hier für die ersten Schafe. Wir brauchen noch einen zweiten Schafstall. Also da brauchen wir noch den zweiten Schafstall, brauchen wir auch noch Schafe, so heißt es. Ich denke, mit 100 sind wir erstmal ganz gut. Ne? Die haben genug Platz zum Vermehren.
Irgendwann wollen wir auch gerne ordentlich Schafe zum Schlachter fahren, lecker Lammfleisch, bringt auch guten Ertrag. Guter Kurs. Ja, und diese Umbaugeschichte da, ne, Autodrive-Kurse hier, das wird wahrscheinlich ein Stream-Projekt werden nächste Woche dann, nächsten Donnerstag. Solange müssen wir jetzt hier mit diesen Behilfskursen leben. Aber macht doch nichts. Wir können theoretisch noch zwei Verkaufstouren fahren. Stimmt. Wir könnten noch mit den Rindern hier hantieren. 2030 wird knapp, ne? Das wird schon wieder dann risikoreich. Oder muss eben im LKW drin sitzen bleiben. Oh nein. Dumm. Zaun kaputt. Vom neuen Stall gleich den Zaun kaputt gefahren. Nur 100 Schafe. Wie viel braucht ihr? Schafe sind recht genügsam, ne? Tatsächlich. Ja, aber wenn wir das Ganze hier noch sammeln wollen. Ballen. Muss nur eine Ballenpresse hier hinschicken. Können wir mit dem Deutzer gleich machen. Wo ist der denn jetzt eigentlich hin? Muss der aber nicht auch irgendwo komisch rumhängen? Also hier hat es auf jeden Fall nicht hingeschafft, glaube ich. Nicht auffüllt. Kann er eigentlich auch automatisch machen, ne? Besser Verteilerkurs. Abholen. Zeltstoffwasser. Was hat da Zeltstoff? Bringst du hin zur Produktion Zeltstoffwasser? Zellstoffwasser haben wir immer noch keinen, ist ja auch frech. Oder haben wir den Wasser. Ach nee, Wasserproduktion haben wir den, ne? Scroll, Wasser. Aber auch nicht das, was ich. Warte, ich steige wieder ein und ticker wieder durch. Dann kommen wir nämlich zum nächsten. Das ist er nicht gewesen. Da ist er. Ah, der hat's geschafft. Der Deutz hat's geschafft. Schönes Ding. Dann lasse ich den so sammeln. Der braucht jetzt ein bisschen, bis er wieder die Fahrt aufnimmt, weil er hat jetzt, obwohl, nee, der hat ja dann den ersten, glaube ich, genommen. Fährt jetzt hier ein bisschen Runde, sammelt so ein bisschen Reste auf und kommt dann wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder zu einer Position, wo er bisher noch nichts gesammelt hat. Ups. Wir können gleich mal hier was in den Fermenter reinschmeißen und so sehen, dass es auch funktioniert. Also ich bin im Cosplay Autodrive Kursen hier durch. Eigentlich ist es nur dieser Schwung. Ich glaube, das mit dem Verlegen wäre sogar weniger Arbeit, als das alles neu einzufahren. Ich kann ja auch welche rauslöschen, aber ach nee, dann macht er das ja komplett weg. Wenn man jetzt überlegt, man geht hier hin. Und immer wieder dieses. Damit versucht man jetzt irgendwie. Kriegt das ein bisschen enger zusammen. Weil ganz schlecht ist die ganze Kursgestaltung hier ja nicht.
das führt natürlich so auch zu nah an der Halle längs. Das müssen wir generell ein bisschen weiter wegnehmen. So, dann werden wir den aber vielleicht in der Halle lassen und den mal kurz umstellen auf die andere Geschichte. Jetzt haben wir so ein paar Kurse, die wir hier nicht brauchen. Kann man sowieso, eigentlich können wir hier auch welche rausnehmen. Das ist so einfach. Ja, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen für die heutige Folge, Leute. Das können wir uns überlegen, dass man da hinten noch ein paar rausnimmt und dann neu miteinander verknüpft. Hier sieht man ja teilweise gar nicht, welchen erwischt man. Das ist der für hinten rum, der für vorne rum. Der war auch wieder der. Das ist dann der. Nicht, dass die beiden Kurse jetzt komplett nachher miteinander durcheinander geraten. Der landet auch hier an dem Punkt. Ja, und schon haben wir es fast, ne? Das sieht man schön an eben. Neuerem Autodrive, dass man das einfach so schön kreieren kann. Das wird jetzt ist so noch nicht optimal, logischerweise. Ne? Und wahrscheinlich werden wir nachher trotzdem irgendwas löschen müssen. Weil das hier jetzt zu steil aufeinander läuft. Oder kann man den noch in die Richtung schieben, den noch in die Richtung, den hier mitziehen und schon hat man mehr Platz für so einen hier. Und den hier dann auch. Und so ist man schon mal weit genug weg. Ja. Das ist ein bisschen knapp, aber würde fürs Erste reichen, glaube ich, so dass sie an dieser Halde vorbeikommen. Und ich würde sagen, das müssen wir natürlich da auch noch machen. Dann können die von da aber tatsächlich aufs Silo kommen, da wo der LKW steht, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo anknüpfen, um Fermenter und Mischfutter zu Produktion zu befüllen. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Wir machen morgen weiter, liebe Leute. Morgen um 12. Dann und tschüss.